Ja, hallo, hier ist Dave von TechDave. Und wie ihr das sehen könnt, das ist von EcoFlow die Wave 2 mit dem Zusatzakku und ist angeschlossen an ein Solarpanel von EcoFlow, 160 Watt. Und dann würde ich sagen, packen wir das mal gemeinsam aus nach dem Intro. Ja, hier ist Dave von TechDave und was will ich hier vorstellen? Die Wave 2 von EcoFlow und mit dem Zusatzakku. Warum mit dem Zusatzakku? Aber ich würde sagen im Detail und meine persönliche Meinung, was ich dazu sage. Ich würde sagen, wir packen das mal Schritt für Schritt aus und dann machen wir so die Abmessung und Gewicht. Und meine Schere des Todes kennt ihr ja nach wie vor. Wir fangen aber erstmal mit dem Hauptgerät an. Auch schon was an Zubehör dabei ist. Und die kann ja im Grunde ja drei Sachen. Kühlen, heizen oder nur die Lüfterfunktion. Gut, für eine reine Lüfterfunktion würde ich sagen, viel zu teuer. Aber für alles zusammen finde ich das gut. Und ich verfolge das ja schon ein bisschen länger. Ich kann von einem Gerät nicht erwarten, dass das ein PKW oder ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen, der in der prallen Sonne steht bei 30 Grad, dass er das komplett runterkühlt. Aber gut, das muss jeder selber erfahren. Ich habe keinen Camper, ich könnte höchstens zwei Autos kühlen. Das würde dann zumindest die Batterie vom Auto schonen, beziehungsweise auch den Verbrauch senken. Da muss ich ja weniger Zusatzgeräte oder im Winter kann ich damit ja auch ein Auto heizen. Aber wofür kann man das denn nutzen? Ja, wenn man Schlafzimmer im Dachgeschoss hat, wäre es hilfreich. Oder wenn man einen Keller hat, wo man gerne mal öfters mal so ein bisschen chillen möchte mit Freunden, Verwandten, Familie. Dann muss man da vielleicht keine Heizung oder keine Klimaanlage hinlegen. Und es ist ja mobil. Mobil ist es für mich mit dem Zusatzakku. Das ist meine persönliche Meinung. Sonst bringt so ein Gerät nichts. Persönlich von mir. Dann fängt das hier oben schon an. Ich hole das auch einzeln raus. Klar gibt es das bessere Klimaanlage. Die hat nur 5100 BTU und in der Heizleistung 6100 BTU. Ja, für die störenden Geräusche tut es mir leid. Ich stehe hier schön im Garten auf der Terrasse und mache ein Video. Das kann ich schon. Also hier ist einmal der Abwasserschlauch. Den sollte man vielleicht auch mal benutzen, auch wenn ich nur kühlen möchte. Dann sind die beiden Flexrohre, die man hier auseinanderziehen kann, dabei. Für Zuluft und Abluft. Und dann ist hier so ein, ja, der ist hier dran. Das sind die entsprechenden Abdeckungen. Das würde ich aber in einem separaten Video machen. Und das Schöne ist, wenn die an ist, kann man die auch von unterwegs steuern. Also hat ja nicht nur immer einen Nachteil, würde ich nochmal sagen. Ja, wir packen das alles schön aus. Und hier ist ein Anleitung und dass sie denn hier in welchem Bereich sie denn ist. A, das ist ja schon nicht schlecht. Hier ist noch eine Abdeckung. Wir legen das alles mal schön beiseite. Gut, das Gewicht ist ja gar nicht unerheblich. Aber ich sag mal, auch so ein normales Gerät ist ja nicht leicht. Ist halt bloß nicht mobil. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir stellen uns ein bisschen beiseite. Geht ja nicht um mich, sondern um das Gerät hier. Oh ja. Also wer keine Muckis hat, sollte erstmal trainieren.
Hier gibt es diese Schablone. Man kann sie benutzen oder man benutzt es als Schablone, um den halt was zu basteln. Habe ich schon gesagt, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, auch für Leute, die Schrebergarten haben, können das ja nutzen. Das ist ja nicht so, dass sie es dafür nicht nutzen können. Also ich, die möchten oder ein Vorzelt. Zubehör lege ich mal da beiseite. So, das ist das schöne Gerät. Leider im direkten Anschluss, was ich persönlich schade finde, aber gut, das ist leider wohl vom Gesetzgeber her so. Denn bei den Powerstationen ist es ja nur ein abnehmbarer Stecker, 230 Volt. Ich finde es nicht schlecht. Aber dann bin ich nicht so wirklich mobil. Das ist mein persönlicher Eindruck. Aber gut, das muss jeder klar für sich selber entscheiden. Ich kann das natürlich auch nur mit dem Solarpanel betreiben. Allerdings ist das dann nur im Lüfterbetrieb. Wie gesagt, das ist ein bisschen teuer. Das funktioniert entweder 230 Volt oder eine Powerstation von EcoFlow, die Delta-Serie. Funktioniert. Ich persönlich finde aber den Zusatzakku viel interessanter, weil ich dann meine Powerstation für anderweitige Geräte nutzen kann und ich bin dadurch noch mobiler. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, mein persönlicher Eindruck. Wir machen jetzt mal den nächsten Karton auf. Zwei Kartons reingekommen. Schön an dem Zusatzakku, den kann man auch als Powerstation benutzen. Ist zwar nicht so umfangreich, der hat nur ein USB-A und ein USB-C, aber wäre möglich, den auch noch zu nutzen. Denn er ist ja kein kleiner Akku, der hat ja weit über ein kW. Hier ist wieder die Anleitung dabei. Und da ich gerne mit Technik rumspiele, finde ich das immer sehr schön. Dann holen wir mal das gute Stück raus. Und dann gibt es hier noch ein Adapterkabel. Das ist denn für die Delta 2 und Delta Max. Für die Delta Pro muss man einen Adapter dazwischen setzen. Aber gut, deswegen würde ich sagen, bin ich der Wahl. Das ist meine persönliche Meinung. Nur in dieser Kombi ist das mobil. Gut, habe noch ein bisschen weiter die Kamera positioniert. Ist ein bisschen windig, aber ist mit einem 400 Watt Solarpanel kann man die aufladen. Und das finde ich gut. Das muss jetzt kein von EcoFlow sein, das kann jetzt auch für All Power sein, habe ich zum Beispiel. Darüber wird meine Delta 2 geladen mit Zusatzakku. Dann habe ich noch von EcoFlow eine 160 Watt Panel, die River der ersten Serie lädt. Finde ich auch gut, damit kann ich das laden. Und wie gesagt, tagsüber kann ich das ja auch nutzen. Und das finde ich ja gut so. Wir gucken mal hier vorne rein. Hier unter dieser Abdeckung sind die beiden USB-Ports, USB-A und USB-C. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie man spricht zurück. USB-C und A. Hier ist anmachen, das hat also keine direkte, also ich muss das draufsetzen und wird arretiert. Nur mit dem Stecker habe ich die Verbindung. Der Zusatzakku ist ja klar IP65 geschützt, hat einen kleinen Vorteil. Wenn hier mal Wasser rüberläuft, ist es nicht so tragisch. Hier seht ihr den Anschluss. So kommt er rein und dann wird er da gleich verbunden. Wir setzen das auch schon mal zusammen. Der Akku ist anscheinend noch nicht vollgeladen. Wie gesagt, hat unten Gummifüße. Wie gesagt, finde ich gut. Falls man mal einen rutschigen Boden hat, ist natürlich ein Wohnmobil oder sowas, ist es ganz hilfreich. Und dann würde ich sagen, bauen wir das mal zusammen.
Dann werde ich das mal hier drauf aufsetzen. Ja, also ich sag mal so fast 15 Kilo sind nicht gerade ohne. So, jetzt ist das Ding drauf. Und dann ziehen wir mal hier ein paar Sachen ab. Hier gibt es eine Halterung, um das Kabel aufzuwickeln. Ich würde es einfach so lassen. Und hier habt ihr den XC60-Anschluss für das Solarpanel. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und hier ist dann das zum Anschließen. Und wie gesagt, das ist ja kindersicher. Es geht in eine Richtung. Drin ist es. Ist dann quasi viel dabei. Hier kommt die kalte oder warme Luft raus. Hier ist einmal für ein Adapter für den Schlauch. Und hier ist ein Adapter für den Schlauch. Das ist, wie gesagt, es gibt eine Wickeleinrichtung, dann kann man das aufwickeln, wenn das einen stört. Wir können das nochmal starten. Da hat hier nur zwei Punkte, also ist nicht vollgeladen. Wir können das hier oben einmal machen. Ist ein schönes Display. Ich halte jetzt mal so ein bisschen die Kamera. Gut, das ist durch die Sonneneinblendung. Und dann kann man hier ein bisschen drüber einstellen. Das Bedienung läuft. Ich glaube, ihr hört das. Und hier haben wir manuell. Also das erkläre ich den euch separat. Und wie gesagt, das meiste kann man auch in der App steuern, die ich sehr, sehr gut finde und die wird auch regelmäßig verbessert. In der App sieht man dann auch, wenn ihr kühlt, dann ist es blau. Wenn ihr am Heizen seid, ist es rot oder dunkelgelb, je nachdem wie die Farbe ist. Und jetzt ist eine Kühlphase und man merkt, es kommt hier kalte Luft raus. Soll auf 20 Grad runterkühlen. Momentan sind wir bei 25 Außentemperatur. Und das Piepen würde ich persönlich ausmachen. Ich habe bei der River oder auch bei der Delta 2 das Piepen ausgeschaltet. Ich finde das so störend, aber das ist meine persönliche Empfindung. Und ja, würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde das jetzt ans Solarpanel anschließen und aufladen. Mal sehen, was passiert. Und dann werde ich das ausgiebig testen. Und dann bis zum nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.